So, liebe Leute, herzlich willkommen zurück zum Let's Play in die Souls-like-Spiele hier am Ernstfall Dark Souls 3 von From Software aus dem Jahr 2016. Wir haben hier schon eine ganze Menge Neues entdeckt jetzt. Unter anderem bin ich auf der Suche danach, was so diese Kernelemente von Souls-Spielen ausmacht. Und hier ist es aber laut jetzt durch den Wind. Gehen wir mal einfach von dem Feuerchen ein bisschen weg. Und wir sind hier in die Untotensiedlung vorgedrungen, nachdem wir einen kleinen Flug gemacht haben mit merkwürdigen, ja, was waren das? Gargoyle-artigen Kreaturen. Da hinten wartet auch schon wieder Kundschaft. Ich habe jetzt wieder ein paar Tage ausgesetzt, deswegen muss ich mal wieder in die Steuerung erstmal reinkommen. Kurzer Stich, schwerer Angriff, parieren und locken. Jetzt kommen sie natürlich alle beide gleich. Oh, er mischt eher. Das mit dem... die Stabilisierung durchbrechen finde ich auch interessant als Mechanik. Eine Arbeiterhose, wie schön. Ja, wir haben uns hier schon ein bisschen umgeguckt in dieser schönen Region. Da oben ist immer noch der Onkel, der die Pfeile durch die Gegend schießt, den wir beim Anflug schon gesehen haben. Naja, und was ich eben sagen wollte, ist, bei den Souls-Spielen fällt sehr auf, dass andere Titel, wie die wir vorher gespielt haben in anderen Let's Plays, also guckt euch gerne auch die zu Lords of the Fallen, The Surge, Remnants from the Ashes und Jedi Fallen Order an. Sie machen alles ähnlich wie Dark Souls, aber sie kriegen diese Vielfalt an Angriffs- und Verteidigungsmustern verschiedenster Gegner, diesen RNG-Faktor, also diesen, dass man nie genau weiß, worauf man sich in einem Kampf einlässt, was als nächstes passiert, das kriegen die anderen alle nicht so gut hin. Da bin ich schon beeindruckt. Ich meine, die Weitsicht und die grafische Qualität jetzt der Landschaft, so, also ist alles stimmig, aber also 2016 war eben nicht 2008. Andererseits mussten wir hier auch ein bisschen was runterdrehen, weil ja aus irgendeinem Grund das Ganze immer ruckelte. Ich habe jetzt nochmal ein bisschen andere Einstellungen ausprobiert und es gab auch einen neuen OBS-Patch. Vielleicht ist das jetzt ja auch besser geworden. Und ich muss vor allem erstmal wieder reinfinden. Hier waren ganz viele widerliche kleine Kapuzenkobolde, oder? Was war das? Boah, das ist alles so eklig. Und die haben wir ja immer schön angelockt mit unserer... mit unserem Pfeil und Bogen. Ach, da unten hockt er, genau. Das war so. Es ist halt echt schnell, dass man sowas vergisst. Zumal ich gerade für einen Podcast ein anderes Souls-like-Spiel... Naja, gut, okay, das war dumm. Wieder einen Pfeil verschwendet. Sag mal, ey, das kann doch nicht wahr sein. Was machen die denn da unten jetzt? Jetzt ist er weg, oder was? Okay, vielleicht sollte ich nicht so viel sabbeln. Da drüben wartet neue Kundschaft wieder. Ah, ne, das ist alte Kundschaft. So viel zu. Oh, da ist aber doch neue Kundschaft. Noch nicht angehen, ey. Okay, wir müssen uns ein bisschen... wir beruhigen uns. Da drüben hockt schon wieder einer auf der Wand und irgendwas latscht hier auch außen rum. Ach ja, das war ja hier auf der Mauer, auf der Lauer. Also das gefällt mir, dass wir jetzt mit zunehmender Kraft auch reinwuchten können in die und die Balance aus der Balance bringen. Das sollte ich vielleicht nicht unbedingt bei jedem Gegner probieren, aber... ach, da hinten war ja auch ein Durchgang, den wir noch nicht so aufgekriegt haben. Und jetzt schauen wir mal, dass wir da drüben den Kollegen auch nochmal aktivieren. Macht schon Spaß. Also am Anfang und zwischendurch habe ich ja auch gemerkt, da bei diesem Drachen war ich auch etwas gefrustet, aber mittlerweile ist es ein schönes Experiment. Cookie.
kommst du? Ach komm, Junge. Dafür gebe ich doch nicht noch einen Pfeil aus. Hallo. So, da drüben ist der nächste Kandidat. Der hat sein Blasrohr ja mit dabei, das enter ich. Das habe ich ja gar nicht mehr drauf gehabt. Es wirkt irgendwie ein bisschen dunkel. Da habe ich den Monitor zum Dunkel gestellt. Die Aufzeichnung wirkt gar nicht so dunkel. Naja, gut. Erziehen meine lange Reise ist ja so ein bisschen auch für mich persönlich, ein Genre zu entdecken, eine Spielform zu entdecken, an die ich mich nie rangewagt habe, weil das ja auch so ein Nimbus hat von besonders krassen Hardcore-Gamer-Spielen. Ich finde, es hat schon seine Schwierigkeiten und ist alles erlernbar und beherrschbar. Ich finde jetzt nicht, dass das irgendwie besonders männlich wäre oder eine besonders Hardcore-Spielform. Man muss sich halt in sie reinfuchsen und dazu dient halt auch so ein bisschen für euch als Anregung, dienen diese Let's Plays in der Hoffnung, dass euch das, dass ihr das spannend findet, dass ihr dann halt auch reinfindet. Jetzt frage ich mich natürlich, wo wir letztes Mal lang gegangen sind. Hier vorne ist ja die dicke Lady, die Feuerlady. Wir sind da hinten irgendwie runter. War da noch was? Oder war da eine Sackgasse? Wir können darüber noch. Und da sind ja auch so ein paar Kapuzen-Kobolde wieder auf dem Dach. Achso, und hier konnte man die Ottos ja auch mit einer Feuergranate beseitigen. Mal sehen, ob wir das wieder hinkriegen. Weil also das ist wirklich was ich fürchterlich finde. Das Zielen mit diesen Granaten ist ein Albtraum, so, wenn man nichts erfasst bekommt. Also wenn man auf einer Distanz steht, wo man das nicht erfassen kann. Wieso sind die Fässer kaputt? Gehen die nur einmal kaputt zu machen? Das ist aber interessant. Na gut, dann versuchen wir es wieder so. Ich hätte ja auch gern, da war ich ein bisschen enttäuscht, dass man diese Lampenminen aus der Hand schießen kann. Okay, das wird ja schon mal besser. Oh. Na, sprach's und wurde schlechter. Ja, man sollte halt nie die Schnauze so voll nehmen, ne? Aber sie kommen hier ja auch nicht hoch, glaube ich. Das hatten wir letztes Mal schon rausgefunden. Die Frage ist, ob sie hier auch reinkommen. Das kann ich jetzt natürlich nicht sagen. Oh, wo sind sie denn jetzt? Ach da. Schön durch meine Pfeile markiert. Die Armen. Ja, das mit dem Anschleichen wird immer nicht so richtig was. Es droppt aber viele Arbeiterhosen heute. Als ich nicht eingeloggt war, als ich nicht im Spiel war, hat es offensichtlich noch sehr viel Arbeit hier gegeben. Durch die Tür. Da müssten wir noch lang, ne? Schauen wir mal. Ich glaube, ich nehme auch mal sicherheitshalber ein Flakönchen. Auch eine Mechanik, die wir in all diesen Souls-Spielen gesehen haben, wie sie das dann auch immer hieß. Ist aber nett von denen, dass sie nicht so aufmerksam sind. Okay. Jetzt kommt sie wieder mit ihren Bienchen. Geht weg. Ach, Mist. Oh oh. Das geht aber jetzt hier gerade sehr schief.
Mann, die spießen aber. Gut, das ist ja eine tolle Trainingsrunde. Ach, schön drei Estus-Flakons versaut. Trotz der guten Vorbereitung. Ja. Na gut. Dann versuchen wir nochmal hier so einen Finisher hinzukriegen. Dass das immer nicht geht, ist halt so. Nein. Ich finde das übergriffig. Lass das. Oh oh. Na, das ist aber nicht sehr nett. Oh oh. Mann. Das ist ja peinlich. Ist das überhaupt eine Sie? Vorurteilsbehafteter Blick von mir wieder dafür. Keine Ahnung, ob das eine Sie ist. Es ist jedenfalls jetzt erstmal tot. Ach, und er bleibt hier ganz einfach unbeteiligt stehen, oder was? Wenn wir schon dabei sind zu scheitern, können wir auch nochmal üben hier. Nee. Oh, oh. Das kann man bestimmt nicht parieren. Einer von euch in den Kommentaren hat ja schon geschrieben, ich soll ein bisschen geduldiger sein beim Parierversuch. Und das hat ja eben nicht geklappt, weil ich schon wieder zu früh parieren wollte. Die Verzögerung ist einfach schlimm. Hier. Ach, der war ja schon gegart. Oh, die Bande kommt jetzt auch noch, nicht toll. Ja, wo seid ihr denn? Das Anvisieren nicht beachtet. Aber wo kamen die jetzt her? Ich kann mich gar nicht erinnern, dass hier so eine kleine Prozession lang getigert ist. Oder kamen die von der anderen Seite? Sehr merkwürdig. Immerhin haben wir mit diesem Stich etwas, Schnelles. Nichts, was lange ausholt. Ich glaube, damit wäre ich total überfordert mit einem langen, mit einem großen Hammer, der lange ausholt oder so. Das kann ich mir gerade überhaupt nicht vorstellen, ehrlich gesagt, dass ich damit hier reüssieren würde. Ach, guck mal, da haben wir auch wieder was vergessen. Eine Arbeiterhose, sag mal, das Spiel will mich heute verscheißern. Oder ist heute Tag der Arbeit und das Spiel weiß das? Ich weiß es nicht. So, aber ich glaube, wir haben jetzt all unsere Estus-Flakons verbraten. Das bedeutet halt, wir können das hier gleich nochmal machen. Tja. Erstmal wieder reinkommen. Schon erstaunlich, wie schnell man das verliert. Achso, das, was ich gerade für den Podcast gespielt habe, ist Steel Rising. Ein sehr ungewöhnliches Souls-like Action-Adventure. Was in der Französischen Revolution spielt, mit Automaten, also so mit so mechanischen, Robotern quasi, also nicht Steampunk, sondern Clockwork Punk, wenn man so will. Also ein ziemlich cooles System und die Bewegung ist sehr abgehackt. Das ist aber wegen der Maschinen so und deswegen ist das halt eine ganz andere Bewegung als das hier. Aber es ist ein interessanter Take. Nur auch die kriegen das halt nicht so gut hin, dieses unfassbar ausgefuchste Gegnerverhalten. Aber wir können ja mal gucken, ob wir, wenn wir jetzt hier zurückreisen,
einen Feuerbahnschein. Ob wir dafür irgendwas steigern können, ne? Für 4.800? Müsste man doch jetzt langsam mal was bekommen, oder nicht? Hallo. Welcome home, I speak. Ja, ja. Very well, then, hey. Dass dieser Dialog nicht abdrehbar ist, furchtbar. Ja, da kann man ja richtig nochmal was aufflanschen. Ich weiß nicht, Belastbarkeit wäre, glaube ich, mal nicht schlecht, ne? Kann man auch mal ein bisschen andere Rüstungssachen und sowas tragen, vielleicht nachher. Oder wir setzen noch ein bisschen mehr auf Geschick. Das erhöht jetzt aber den Wert auch nicht unbedingt in alle Höhen so. Das sind ja immerhin 30 mehr, wa? Trefferpunkte. Nützt einem aber auch nichts, wenn man das Flakon die ganze Zeit schlucken muss. Intelligenz hilft mir gar nichts. Ne? Nee, das ist für Magie und Blitz und Dunkelheit. Dunkelheit ist auch interessant. Da werden wir vielleicht noch mal ein bisschen experimentieren müssen, damit wie wir diese Schwerter aufbessern und ich weiß gar nicht, wie man das genau nennt. Das ist ein Rapier, also ein Schwert, das man auch als Degen benutzen kann. Da könnt ihr mich gerne aufklären, wenn ihr das besser wisst. In der Regel wissen alle alles besser als ich in solchen Waffenfragen. Das hat mich nie besonders interessiert, aber hier wird's mal in Handy kommen, sozusagen. Ja, mehr Wumms. Oder mehr Leben. Ich glaube wirklich, dass das mit der Vitalität weniger was bringt, als wenn wir jetzt die Waffenfertigkeiten und das Geschick erhöhen. Oder wir gehen wirklich mal einen auf Belastbarkeit und gucken, was das auswirkt. Ich glaube, das mache ich. Ein Stufenaufstieg. Und dann können wir immer noch mal gucken, ob wir was Schönes kaufen können. Den Ring haben wir ja auch im. Oh nee, den haben wir verkauft letztes Mal. At the foot of Lothric Castle, an oak. It was used to transport if you've the stones. Ja, das ist ja der Pfad, den wir jetzt gerade auch suchen, unter Lothric Castle durch. Und konnte man hier noch was kaufen? Sie hat doch immer ein bisschen Pfeile für uns, oder? Ich benutze davon so viele, deswegen. Ich habe auch irgendwie gehört, dass das auch, weiß nicht, Leute als cheesy begreifen mit den Pfeilen. Aber ich muss zugeben, dass ich das gar nicht so unpraktisch finde. Nein, das wollte ich nicht. Wie viel haben wir denn davon? Achso, 38 haben wir davon. Nehmen wir doch mal so eine Größenordnung noch mit. Und was mit denen hier? Ach, das sind Bolzen. Keiner hat Feuerpfeile für mich. Naja, gut. Und davon können wir auch noch ein bisschen was gebrauchen. Nehmen wir das doch ruhig mit, bevor ich wieder irgendwelchen. Und das hier klingt auch interessant. Das habe ich letztes Mal schon gedacht. Zwegesmarkierung und als Höhenmesser. Ich müsste das auch mal ausprobieren. Was auch immer eine herrliche Wechselaura ist. Na gut, beim nächsten Mal können wir dann ja auch die Hosen verkloppen. Ach, wir haben ja auch noch ein paar Seelen, ne? Die haben wir auch schon gefunden. Ja, aber wir wollen euch jetzt ja. Ich will euch ja jetzt nicht. Ja? Ja, aber natürlich. Das klingt auch so ein bisschen drohend, finde ich immer. Ah, what is good, what needs. Wann verstärkt man denn, oder wie verstärkt man eigentlich die Wirkung dann von so einem Flakon? Also, dass nicht nur einfach einer mehr da ist, sondern dass er auch stärker heilt. Dafür müssen wir ja noch eine ganze Menge Titanitscherben einsammeln.
Die waren jetzt aber auch nicht so reichlich gesät, hatte ich den Eindruck. Na gut, also weiter geht's im Text. Pretty, be careful. Ja, hat er noch was Neues zu tun hier. So merkwürdig, dass man das Schwert gar nicht wegstecken. War die Mütze schon immer so? Heavens. She was already. Ah, wir kriegen Gesten von ihm. Heavens. Oh, er mag aber gerade nichts mit uns handeln. Armer, trauernder Kerl. Naja. Wer weiß, in dieser Welt war seine Loretta ja vielleicht auch ein riesiger Feuerdämon, dem er sich versprochen hat oder keine Ahnung. Falls ihr euch fragt und später eingeschaltet habt, was wir machen, wir suchen die abtrünnigen Lords, die da oben eigentlich hingehören. Denn die Flamme hier ist ausgegangen und sorgt dafür, dass ein Zeitalter des Schattens und der Untoten kommt. Und deswegen verkloppen wir jetzt die halbe Welt, um die Herrscher wieder zur, diese fünf da. Einer sitzt da ja schon auf dem Thron, aber diese anderen vier zur Vernunft zu bringen, dass sie hier wieder die Flamme anzünden, damit dieses Zeitalter der Untoten stattfindet, aufhört. Ja, das so zusammengefasst. Ihr findet noch ein paar mehr Informationen unten in den Anmerkungen unter dem Video, da könnt ihr euch auch noch mal ein bisschen austoben. Da habe ich euch ein bisschen was zusammengetragen. Okay, wieder zur Untoten-Siedlung und jetzt hoffen wir, dass wir das ein bisschen, oder hoffe ich, dass ich das ein bisschen besser hinkriege, um durch diese Welt zu kommen. Ich musste mich nochmal wieder in diesen Gang da unten rein. Einer der Kommentatoren sagte halt auch irgendwie unter dem Video, es wäre vielleicht gar nicht schlecht, wenn man gar nicht mit allen kämpft, aber es geht mir hier auch so ein bisschen darum, das Kämpfen zu trainieren. Kommst du? Kann man dich pullen, Junge, oder was? Nee, kann man nicht. Jetzt kommt der Otto wieder nicht. Jetzt kommt Lanzen-Otto wieder als Erster, oder was? Ah, natürlich. Kuckuck. Jetzt schießt er wieder, ne? Oder? Das hört man doch. Also der Riese da hinten. Der. Ja, ja. Das kriegt er sofort mit. Das ist unglaublich. Das hat ja super funktioniert. Und dann können wir ja gleich mal das Parieren hier wieder üben. Danke, lieber Kommentator, für den Tipp, ein bisschen länger innezuhalten und erst dann noch eine Verzögerung zu parieren. Mal sehen, ob ich das jetzt öfter hinkriege. Das hat doch schon mal gut funktioniert. Er da hinten schießt jedenfalls mit Pfeilen auf irgendwas. Ich habe so ziemlich das Gefühl, da ist ja nichts. Also ich sehe nichts. Aber ich habe das Gefühl, dass wir da in den Weg geraten werden und deswegen einen ziemlich auf die Mütze kriegen werden. Naja. Und jetzt haben wir ja Pfeile nachgeladen. Oh. Und können jetzt wieder versuchen. Jo. Komm hoch, Junge. Dass man über die rüberhaut mit dem Degen, ist halt auch so geil. Also dieses Kampfsystem ist halt schon echt faszinierend. Draußen ist wieder der Kumpel. Tut mir leid, aber wir brauchen Seelen. Und da ich ja die armen... Warte mal, steht der eigentlich auch auf? Ach da, du bist es. Das gibt's doch nicht, ey. Was sind das wieder für ein Bockmist? Ist immer interessant, dass die Kreaturen durch die Wand kloppen dürfen, aber man selbst als Spieler nicht. Was ich gerade fragen wollte, ist, ob man den hier aktiviert, wenn man... Moment, das hat Seelen gegeben? Das war ein Lebewesen. Ich wollte doch die nicht killen. Oh man, dieses Spiel ist auch wirklich gemein. Ich wollte doch so spielen, dass ich keine friedlichen Kreaturen
erledige. Naja, hast du ja gedacht, wa? Hast du falsch gedacht. Wo bist du denn hier? Warst du letztes Mal auch schon? Oh, das kann der auch. Sag mal. Manchmal ist aber diese Engine auch komisch, ne? Was habe ich denn hier jetzt für einen Riesenspratzer hinterlassen? Das ist ja, als hätte ich den zertreten. Aber die Geräuschkulisse ist auch cool. Der hat mich ja richtig observiert da oben. Ich habe das nur gerade gesehen am blauen Leuchten. Okay, wir sollten weiter Pfeile benutzen. Das ist ja krass, dass ich dafür Seelen bekam dann. Guck mal, da sind die Fässer ja wieder. Da muss ja irgendwas anderes das zerstört haben, oder? Das Spiel ist faszinierend hoch 10. Okay. Das lasse ich mir doch gefallen mit den Brandbomben hier. Dann müssen wir jetzt halt sehen, dass wir zumindest da schon mal die zweite Reihe rauskriegen. Machen aber auch nichts. Da fliegen in die Trümmerteile durch die Gegend. Das waren aber auch drei Pfeile. Das bist du eigentlich gar nicht wert, Junge. Ach komm, ey. Zwei hintereinander und ich treffe beide nicht. Das ist ja auch geil. Aber auch interessant, dass diese Pfeile stecken bleiben. Das ist wirklich faszinierend. Na gut, mit dem Rest nehme ich das direkt auf. Muss mich halt nur benehmen lernen. Und Arbeiterhosen? Arbeitergewänder. Ist doch nett. Oh, jetzt habe ich aber Bockmist gebaut, glaube ich. Oh, oh. Was ist das? Eine olle Zippe. Okay, das war jetzt nicht so gut und man wird vor allem sehr betäubt davon. Oh, scheiße. Das war dumm. Das war richtig dumm, der Kampf. Naja. Da hat er wieder geschossen. Seht ihr? Jetzt steht er wieder und wartet auf irgendwas. Was denn? Ah, da war ich zu gierig. Ja, ja, ist ja gut. Oh, das hat aber nicht so gut funktioniert. Ist das auch zeitabhängig, ob das eine Wirkung, also welche Wirkung es hat? Erstaunlich. Jetzt habe ich wieder das Rattengezücht hier.
Oh. Angie, ey. Das ist schon beeindruckend. Das kommt ja gar nicht hoch. Ich frage mich immer, wo der andere Typ ist. Hä? Hier fiel doch eben einer vom Dach. Eben dieser dritte Mützenmann her. Oder war das vielleicht einfach nur der hier von hier drüben? Das kann natürlich sein, ne? Was wäre so schön, wenn die One-Shot wäre, ne? Naja, gut, so geht es natürlich auch nicht. Es war so klar, dass ich den jetzt wieder verpasse. Nein! Ach Leute, es ist immer so schwierig, nach ein paar Tagen wieder in dieses Spiel reinzukommen. Es tut mir auch leid. Aber ich sollte vielleicht nicht unbedingt sterben und meine Seelen da draußen wieder verlieren. Was ist jetzt, Karl Gustav? Kommst du hier oder was? Schluss jetzt hier mit lustig. Frag mich immer, was das... Ist das einfach der Haufen? Ich dachte, das wären Bienen oder sowas. Und auch noch Kreaturen. Sind wir doch netterweise hier vorne gestorben. Damit das nicht ganz so unangenehm peinlich wird. Das war sehr entgegenkommend. Doch besser von unten als von oben, ne? Wir haben schon viele Pfeile verschwendet hier, oder? Kann man was vorhalten üben. Das ist so geil. Jetzt bleibt mal stehen, wenn man feuert. Das ist ja wie im Cartoon. Jetzt haben wir schon wieder nur noch 57 Pfeile. Der läuft ja immer noch. Okay, ein gutes Training für Pfeil und Bogen. Steh auf, Junge, steh auf, steh auf, steh auf. Oh. Okay, das hat irgendwas. Sinn.
Okay. Ich habe gerade so viel Herzrasen, dass ich nicht weiß, ob es jetzt besser war oder schlechter. War halt anders. Und der ist auch völlig unbeeindruckt, hockt er da weiter. Ein feuriger Edelstein, okay. Es ist irgendwie, als wäre das hier ein Durchgang, den man noch wegsprengen könnte. Gut, aber wenn der Wagen dahinter parkt, ist es vielleicht auch einfach nur, damit man nicht sieht, wie es dahinter aussieht. Okay. Das sollte ich nämlich auch noch mehr üben. Okay. Ja, sehr schön. Ja, ja. Vor allem ist man ja... Nein. Vor allem ist man ja immun gegen Angriffe während so einer Attacke. Was natürlich großartig ist. So, was gab's hier noch? Hier saß doch noch einer irgendwo, oder war der das? Dann lass uns doch mal gar nichts mit diesen Idioten da unten aufhalten, sondern gleich darüber gehen, weil ich nicht mehr weiß, ob wir da... Waren wir da schon? Sollen wir da rüber? Ich weiß es nicht. Kommen sie uns sonst hinterher oder was? Kommen wir lieber auf. Was war das denn? Wird besser. Ich dachte schon, es steht wieder auf. Was hat den denn so verkohlt? Auch eine Umarmung von der dicken Lady. Ja. Ach, hier war das hinten. Ach, okay, ich erinnere mich. Aber das müssen wir vielleicht gar nicht jedes Mal machen, oder? Oder kommt der dann hier runter? Nee, ne? Okay. Die waren ja safe hier in der Ecke, glaube ich, ne? Irgendeiner... Der da. Der. Irgendeiner von denen hier vorne war doch auch aktiver Blödmann. Und dann sprang da auch noch so eine Otters durch die Fenster, oder nicht? Das war vielleicht nicht so gut. Ich geh mal hier durch die Tür, Jungs. Oh. Das war nicht sehr kunstfertig. Nein! Ach, ich hab doch hier den Kessel noch. Ach, ich Blödmann. Ja, das war nicht sehr kunstfertig, besonders weil ich dann die Nerven verlor und mich mit dem Pfeil umgedreht habe. Irgendwas hüpft doch. Oder hier sind doch zwei oder so durchs Fenster gehüpft. Wie war das denn noch? Ach, da oben hängen sie doch. Graf Arsch, der Erste. Na, kommst du runter oder was? Wo willst du hin? Hä? Ach man, ist da drüber. Ach so, jetzt verstehe ich. Okay, okay. Was ist denn jetzt das Viech? Ja. So, das war der eine. Aber wo ist der andere?
hier oben die Welt rum und fällt mir dann gleich wieder in den Rücken. Was war das? Dieses Spiel ist auch eine echte Ratte. Dankeschön. Darauf wollte ich hinaus. Oh, komm schon. Ach, jetzt weiß ich wieder, was am Ende war. Wir waren umgedreht, weil das einfach zu viel Highlife in Tüten war. Für zu wenig verbliebene Estes Lacons. Da hinten steht wieder einer, ne? Der da doch auch, oder nicht? Ist hier wieder irgendwas drüber oder so? Ich werde paranoid bei dem Spiel, echt. Dass man sich bei jedem Kack irgendwie auch selber ein bisschen verletzt. Ja, hier unten sind ja die Jungs, genau. Ja. Parieren üben. Das wäre ja zu schön gewesen, wenn ich hätte parieren üben können. Aber der hat selbst seinen Angriff vorbeigeschlagen. Schon spaßig. Wo kommt man denn dann lang, wenn man die Ebene da drüber nimmt? Oder bleibt man da einfach vor der Wand oder was? Okay, schauen wir, wo uns das hier hinführt. Ich fürchte ja nicht so richtig gut weiter. Oh. Okay. Wow. Oh, wie gemein. Okay. Das war eine kleine Überraschung noch zum Ende. Dann schauen wir mal, wie ich mich jetzt hier auf dieser Strecke in der nächsten Folge schlage. Macht's mir erstmal gut, bleibt immer schön neugierig und wir sehen uns dann bei einem besseren Versuch hoffentlich.